Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS 17 Nordfriesische Marsch, vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.5. Was haben wir gemacht? Wir haben die Käserei endlich mal vernünftig versorgt. Wir haben also weit über 200.000 Liter Milch zur Käserei gebracht. Wir haben einen Trailer Leerpaletten hingebracht. Wir haben einen Trailer Kartonpaletten hingebracht und die kann jetzt erstmal arbeiten. Und ich fahre jetzt zurück zum Hof, um hier mal das Fass loszuwerden. Und die Zugmaschine. Und dann werde ich mich als nächstes darum kümmern, dass wir Kompost vom Komposter wegholen, weil der ist nämlich voll. Der kann nicht weiter produzieren. Da liegt aber noch jede Menge Stroh, was zu Kompost verarbeitet werden möchte. Und das wollen wir natürlich machen, ne? Diesem Wunsch wollen wir ja nachgehen. Ich versuche ja, alle Wünsche umzusetzen. Kann das nicht immer, aber... Wo parkiere ich denn meine Zugmaschinen? Meine Trucks, die kann ich doch da reinstellen, oder? Ich möchte gerne so ein bisschen Ordnung hier haben. Fertig. Der steht da. Ist das nicht schön aufgeräumt hier? Ist das nicht ein Traum? Gut, einer steht da dreckig drin. Zwei stehen dreckig drin. Voll. Voller Fuhrpark. Schade. Und wir holen uns jetzt mal Kompost, damit dann der Komposter gleich vernünftig weitermachen kann. Dann versorgen wir zuerst mal unten die Obstfarm. Die Gemüsefarm. Mann! Immer wieder sage ich das falsch. Könnte mich aufregen, ne? Könnte mich aufregen. Aber mache ich nicht. Oh, da ist gerade eine Wachstumsstufe gekommen. Na toll. Ja, ich glaube nicht, dass wir vor dem Wochenende noch anfangen zu ernten. Möchte ich eigentlich gar nicht. Also, wir machen uns hier einmal 180.000 Liter rein. Und dann kann nämlich gleich auch der Komposter weiter kompostieren. Könnte auch sagen, das ist hier das Santiago de Compostela aus Nordfriesland. Nein, blöder Spruch. Ich möchte auch keinem zu nahe treten.
So. Der erste Trailer ist voll. Auf zum zweiten. Ja, die Kapazität, die Kompostlagerkapazität könnte eigentlich auch mal erhöht werden, ne? So auf 500.000, finde ich. Weil ich sag mal, 300.000, das sind nicht mal zwei Fahrten mit dem hier, ne? Ich fahre mit einer Fahrt 180.000 Liter ab. Aber ja, 500.000 wären schon vielleicht schön. Pete, wenn du mich hörst. Mach das doch mal. So, wir sind voll. Und wir fahren los. Kann ich hier... Kriege ich hier eine Wende hin? Niemals, oder? Doch, kriege ich hin. Natürlich. Natürlich kriege ich das hin. Aber die Frage ist nur, ob er die schon erkennt, die Ballen, oder ob ich die alle da nochmal reinschmeißen muss. Sehen wir dann. So. Auf geht's. Hat aber schon zu kämpfen hier. Ist das der Einachser? Ne, ist der Zweiachser. Hofladen ist, glaube ich, auch nichts mehr los, ne? Ich glaube, da liegt auch nichts mehr drin, oder? Nein, kaum noch. Ah, aber da können wir gleich mal reingucken. Da ist ja jetzt die Dankestafel drin. Für die Sponsoren. Und den VIP-Baum habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Das machen wir gleich nochmal, wenn ich denn dran denke. Ich hoffe. So, einmal hier rum. Ups. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, jetzt hier mit so einem riesen Gespann hier rumzufahren. Aber wir werden sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel hier hinpasst. Das alles? Was ist denn das? 80.000, okay. Ah, und jetzt wird's nämlich tricky. Mal gucken, ob wir das denn hinkriegen. Hier rumzufahren? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber... Ah, es geht.
So. Nein, vorwärts wollte ich doch jetzt. Ah, das ist aber gutmütig. Ich glaube nicht, dass wir in echt mit so einem Gespann hier langfahren könnten. Dann machen wir hier den nochmal voll. Vorrat hier haben. Einmal leer machen. Schön. Weißt du, was wir jetzt machen? Dann nehmen wir Geld. Ah, die Produktion hier läuft. Die Produktion läuft nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Müsste ich erst wieder in den Wald gehen und Holz machen. Oder mir Holzpaletten aus der anderen Holzproduktion hierher holen. Hier auch zu arbeiten. Ich weiß noch nicht, was ich genau machen soll. Mal etwas unschlüssig. Aber ich fahre jetzt erstmal hier zur Sandgrube. Und zur Kiesgrube. So, wie viel haben wir hier drin? Ja, Sandproduktion. 341.000. Das geht schön schnell. Da kann man auch noch mal zugucken. Dann holen wir uns da auch nochmal 90.000 Kies. Dann geht's ab zur Baustelle. Und Kies 90.000. Los, 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 los. Jo. Zement kann auch bald abgeholt werden.
Es geht weiter, heiter geht das weiter. Und es ist schon wieder so spät. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn Kommentare, Anregungen, Wünsche habt, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Ich fahre jetzt hier so an der Baustelle dran vorbei, weil ich hier am Reden bin. Und ja, war natürlich gar nicht mein Ziel. Kann ich das auch irgendwo abkippen? Erstmal um den Sand. Ja, folgt mir bei Facebook. Friesenjung13 heiße ich da. Da könnt ihr mir natürlich auch Kommentare und Nachrichten hinterlassen. Da kriegt ihr auch immer Informationen, wenn was Neues veröffentlicht wurde. Und teilweise eben auch, wenn ich irgendwas plane zu veröffentlichen. Eigentlich kann ich den jetzt eigentlich abhängen. Nein, kann ich gerade nicht. Wenn ich am Abladen bin, alles klar. Okay, so kann man also... Ja, das könnt ihr noch eben euch mit angucken, wenn ihr wollt. Das packen wir jetzt mal zur Seite. Also, fahren hier einmal rum. Docken das dann gleich direkt hier an. Okay, nee, so rum wollte ich gar nicht. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen verhaspelt. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Jedes Abo hilft mir. Ja, zeigt mir auch, dass euch das alles gefällt. Die Abonnentenzahlen sind sowieso schon ganz krass. Also echt vielen, vielen Dank dafür. Fürs Einschalten, fürs immer wieder Zuschauen, fürs Abonnieren, für die Likes, für die Kommentare. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche, also ich hatte vorletzte Woche Freitag, hatte ich 200 Abonnenten und jetzt am Wochenende hatte ich 250. Krass. Vielen, vielen Dank euch dafür. Das ist echt großartig. Zeigt mir natürlich, dass euch das irgendwie gefällt, was ich mache. Und für mich natürlich wichtig, ein wichtiges Zeichen. Weil, nein, warum soll ich sowas machen, wenn sich das keiner anguckt? Nein, klar macht es mir auch Spaß zu spielen. Aber gerade das Video produzieren und dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit ist ja dann doch schon mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Und, also zeitlich vor allem natürlich. Nein, und ich bin im Moment tatsächlich zeitlich sehr eingespannt. Und dass ich da also doch echt froh bin über Abonnenten und über Kommentare und über Likes. Weil das zeigt mir, dass die Arbeit, die ich hier investiere im Prinzip, das ist ja nicht nur das eigentliche Spielen und das Aufnehmen, sondern das ist ja auch das Nachbearbeiten, das Schneiden,
das Hochladen, die Thumbnails erstellen, hochladen, dann bei Facebook die passenden Links noch mit reinschreiben und so. Nein, das ist alles nicht schlimm. Das macht ja Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Weil Geld verdiene ich damit nicht. Das ist aber auch gar nicht meine Intention, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht und weil ich vielleicht auch durch meine Tipps und Tricks Videos der Community auch was zurückgeben kann. Gut, so, ich habe hier Sand und Kies weggebracht und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao, bis morgen.